Jetzt gerade nach dem Spiel Calanda Broncos gegen Basel Gladiators darf ich heute Adrian Sünder als Slot Receiver von der Calanda Broncos interviewen. Wie fühlst du dich nach dem 38-20 Sieg gegen Gladiators? Ja, ich würde sagen, es war ein super Spiel gewesen. Wir haben eigentlich von Anfang an immer können Tonagame ganzes Spiel eigentlich ziemlich können machen, was wir wollen. Hat gut funktioniert. Die Defense hat natürlich die Offense vorhin super können stoppen. Und ist nach dem dritten Quarter ist es 35-0 gestanden und wir haben dann auch können noch die Neulinge und die, die einfach auch viel im Training sind, können einsetzen, dass die auch mal Erfahrung haben im Spiel, was natürlich super ist für das ganze Team, das macht uns alle besser. Ja, und ganz groß und ganz, das ist ein geiler Sieg. Wir haben können ein Statement setzen und es macht Spaß so, ja. Wie hast du die heutige Spielleistung der Gladiators gefunden im Vergleich von letztes Jahr? Ja, ich glaube im Großen und Ganzen ist eigentlich wie jedes Team in der Schweiz momentan, es ist das zweite Saisonspiel gewesen. Wir sind alle noch ein bisschen den Rhythmus am Suchen, alle erst schon reingekommen. Aber auch sie haben schon einige gute Spielzeuge gezeigt und der Defense hat eigentlich auch ab und zu gute Plays gehabt. Ich würde aber auch sagen, sie haben auch noch einen langen Weg vor sich, wie wir alle, auch wir. Wir haben auch, auch wenn jetzt wir das Spiel gewonnen haben, wir haben noch einen riesen Weg vor uns. Das wird noch lange nicht lange für die Playoffs. Aber ich sage im Großen und Ganzen, sind sie etwa auf dem gleichen Stand wie letztes Jahr. Und wir werden natürlich immer besser sein. Und bis jetzt hat es funktioniert. Wir haben heute grandiose Leistungen gesehen von Adrian Sünderhauf. Unter anderem einen Touchdown von 80 Yards. Wie fühlt man sich nach so einem Touchdown und nach so einem Spielzug, wenn man den Ball gefangen hat und in der Endzone steht? Ja, es ist eigentlich schwer zu meinen Worten fassen. Das ist eigentlich einer der Gründe, wieso ich den Sport mache. Ich glaube, so ein Touchdown über 80 Yards klingt nicht jedes Spiel, auf jeden Fall nicht. Und ich sage, wenn man dann den Ball gefangen hat, in die Endzone kommt und sich umdreht und einfach alle Teammates auf sich zurennen, das ganze Publikum am Jubeln, außer dem Basler Sektor, das ist einfach etwas vom Geist. Das ist, ja, in Wort fassen ist das fast nicht möglich, aber es ist eines der schönsten Gefühle auf der Welt. Du hast jetzt gerade vorher bei letzter Frage, hast du den neuen Spieler, also die Rookies, angesprochen. Kannst du mir sagen, was für Beobachtungen du machst, was für Leistungen das sie bringen? Kannst du ihnen irgendetwas auf den Weg mitgeben? Ja, nein, also ich sage, dass sie einen vom Spieler ist. Er ist eben, wie gesagt, sie haben gespielt. Ein paar haben wirklich wichtige Erfahrungen gemacht. Das sind verschiedene in der Defense wie auch in der Offense. Erste Catches gemacht, erste Tackles gemacht. Es ist immer wichtig. Und auch wenn man im Training viel spielt, wirklich lernen Football, merken, wie es ist, du hast auf dem Feld. Wenn du das erste Mal wirklich klopft, wenn du mal wirklich einen Ball musst fangen, wenn du weißt, dass du gerade nach dem Ball gefangen hast, alle wollen dich nur am Boden sehen. Und ich sage, auch die, allein nur die Erfahrung, auch wenn noch ein paar Fehler passiert sind, allein die Erfahrung macht einem schon so viel besser. Und darum ist das Spiel so gut für uns gewesen und jetzt können wir selbstbewusst in die Zukunft schauen, auch mit ihnen auf jeden Fall. Jetzt noch zum Abschluss. Nächste Woche am Samstag haben wir ein Spiel gegen Bern. Eure letztjährige Gegner im Finale. Was hast du das Gefühl, kommt auf dich zu und was erwartet dich? Ja, Bern ist, wie gesagt, im Finale haben wir sie gehabt, auch vor zwei Wochen haben wir das Saisoneröffnungsspiel gegen sie gehabt. Bern ist wie jedes Jahr eigentlich ein sehr physisches Team, sie sind sehr gross und stark. Das ist natürlich immer ein hartes Spiel, also man weiß auf jeden Fall am Abend, was man gemacht hat. Und ich würde auch sagen, in der Saison gesehen, gehören die wahrscheinlich sicher auch zu den besten drei Teams der Schweiz. Also wir müssen das Spiel auf jeden Fall hoch an Ernst nehmen. Aber im Großen und Ganzen, ich sage, wenn wir unser Ding machen, gut genug Leute im Training haben und, ja, und uns nicht aufhalten von uns selber. Bin ich eigentlich optimistisch eingestellt für das nächste Spiel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir das Interview zu machen und ich wünsche dir bei deinem nächsten Spiel ganz viel Erfolg und dem ganzen Team auch. Danke vielmals, merci. Bis zum nächsten Mal bei Broncos TV.